Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Ni no Kuni 2 Schicksal eines Königreichs. Ich habe mir jetzt mal so gedacht, ich habe hier ein paar Sachen, die ich mal verkaufen kurz könnte. So. Soldatenschwerter zum Beispiel. Ne? Der Rächer kann auch weg. Flammendes Schwert. Die teuflische Korallenachse behalte ich mal, weil die könnte ich, sobald die entflucht ist, kann die nämlich ziemlich gut sein. Eventuell. Genauso der verfluchte Bogen des Stolzes behalten wir auch Armer. So. Wir werden uns in dieser Folge zum Mausoleum auch begeben. Ich will nur vorher, genau, die behalten wir auch. Nein! Ah, fuck. Da habe ich nicht aufgepasst jetzt. Da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Let's see if we have what you're looking for. Natürlich nicht. Scheiße. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, Leute. Jetzt habe ich die stinkenden Stiefel verkauft. Das ist natürlich scheiße. Weil die hätten wir für die eine Quest gebraucht. Scheiße. Das ist jetzt richtig kacke. Naja, egal. Ich hab da ja eh die 100% und wie gesagt, wenn ihr die Quest habt, Stinkstiefel nennt sich die Quest, dafür braucht ihr halt diesen, also irgendwelche Schuhe, die wo drin steht Stinkstiefel. Let's see if we have. Please come again. Deswegen. So, ich muss hier unten noch mal kurz ran. Mal kurz gucken, was. Hello there. So, 10, 20, 30 und dann 6. Ich will das nämlich gerade mal alles wieder auf 100 bringen. Dann machen wir mal 10 von. Gegengift bräuchten wir auch mal ein bisschen, ne? Machen wir mal so, dass wir 50 davon haben. Die Dinger brauche ich ja eher weniger. What can I do for you today? See you again. So. Okay. Wir müssen da lang. Okay. Begib dich zum Mausoleum. Genau, das werden wir jetzt auch machen. Uns zum Mausoleum begeben. So. Ach ja. Stimmt, das war ja der Ausgang. So, wir müssen aufpassen, weil da sind schon wieder Soldaten. Aber ich glaube, wir müssen eh hier rum. Nein. Lass mich in Ruhe. Genau, da haben wir es. Das Mausoleum. Mausoleum. Das ist es dann wohl. Das Mausoleum. Ja, auch diese Tür kann man nur mit dem königlichen Siegel, kann nur mit dem königlichen Siegel geöffnet werden. Ching.
Dann wollen wir mal. Ja, genau. Das Mausoleum. Das sind die jeweiligen Könige, so viel ich weiß. Also hier schön die ganzen königlichen, die vorherigen Könige meines Wissens nach müssten das sein. Die Gräber davon. Also wenn man das mal so sieht, ne? Das hier drin ist ja rein theoretisch der Vater von Evan, ne? In diesem Sarg hier. Sprich, oh, und ich schätze mal, hier unter den ganzen kleinen Platten befinden sich die Vorfahren, also die vor Evans Vater König waren. Sprich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück. Also ich tippe mal, dass das die Vorfahren hier, hier sind, ne? Also die Knochen sozusagen hier da unterliegen. Sprich, 16 Könige. Plus Evans Vater, der 17. Und eigentlich ja Evan. Aber naja, ihr wisst ja. So, wollen wir mal die Tagebücher durchstöbern, ne? Die privaten Gegenstände meines Vaters befinden sich alle hier drin. Die Tagebücher sind bestimmt auch dabei. Du hältst Leopolds Tagebücher. Da sind sie, Vaters Tagebücher. Na los, mach hinne, ich will wissen, was drin steht. Ist ja gut, ich lese ja schon. Do you remember the day I made you my Chancellor, Mausinger? Gratulion, erinnerst du dich an den Tag, an dem ich dich zum Minister ernannte? Die anderen Minister hatten allesamt was dagegen. Aber für mich gab es keinen Zweifel. Deine Entschlossenheit hat mich überzeugt. Ich glaubte, dass wir mit deiner Hilfe endlich diesen Graben zwischen unseren Völkern überwinden können. Und das glaube ich auch jetzt noch. Gratulion, dieses Land braucht dich. Vater hatte vollstes Vertrauen in Gratulion. Evan, was wirst du nun tun? Ich werde Gratulion zeigen, wie Vater wirklich dachte. Er muss wieder zur Besinnung kommen. Dann haben wir also einen Plan. Ja, wir brauchen nur noch eine Gelegenheit, um mit Gratulion zu sprechen. Dann lass uns erst einmal nach Minneapolis zurückkehren und abwarten, bis sich diese Gelegenheit bietet. Oh ja. Ich sollte nach meiner Aufnahmesession mal was essen. Mein Magen knurrt. Oi! Oh, yo! König Evan, hier ist ein Brief aus Katzbuckel. Was soll das heißen? Ist ein Brief von Gratulion? Das ging ja schneller als gedacht. Golly! Er hat also angebissen. Angebissen? Was habt ihr zwei da ausgeheckt? Oh, come on! Los, lies schon vor. In wichtiger Angelegenheit. Seine Majestät, Evan, König von Minneapolis, ich wende mich heute an euch, um meinen Willen für das Eingehen einer freundschaftlichen Beziehung unserer beiden Länder zu bekunden. Ich erteile euch
dazu die Einreiseerlaubnis nach Katzbuckel. Als Beweis eurer Identität wird euer königliches Siegel dienen. Hochachtungsvoll, der König von Katzbuckel. Ah, schon klar, Ratoleon ist schließlich scharf auf das königliche Siegel. Und Roland wusste das und hat ihn aus der Reserve gelockt. Mag sein, nur das ist doch ganz offensichtlich eine Falle. Aha. Ja, und Ratoleon macht sich nicht mal die Mühe, das zu verbergen. Er weiß genau, dass wir so oder so kommen werden. Oi. Warum schenkt er dann sich dann nicht dieses ganze schwülstige Blabla? Was er sich, wenn er sich mit uns anlegen will, soll er es geradeaus sagen. Hm. Jedenfalls können wir Schloss Katzbuckel jetzt einem ganz offiziellen Besuch abstatten. Und dann geht's ab an den Verhandlungstisch. Der alte Ratto wird sicher eine harte Nuss, also häng dich rein, Evan. Oh ja. Oh ja. Und ja, es ist, ne? Im Grunde jetzt als nächstes dran, dass wir, die Verhandlungen führen. Erstmal will ich allerdings mal gucken, was unser Königreich so macht, ne? Minneapolis muss ja auch geführt werden. Deswegen werden wir erst in der nächsten Folge nach Katzbuckel gehen. Aha. Also wieder nach Katzbuckel. Zack, zack. So. Wir haben Talente. Oh, Tante Martha ist jetzt Meisterin. Hello there. Yannick. Ja. Ebenfalls Experte geworden. Dann haben wir Kutzhaar. Experte. Shiba. Yes. Auch Expertin. Shihuahua. Expertin. Shizu ist ja neu in der Stadt, stimmt. Die war ja die Neue in der Stadt. Warte mal, was brauchte sie denn eigentlich? Shizu, Atelier. Okay, können wir ja mal gucken. Haben wir im Atelier, haben wir noch Platz? Ja, dann packen wir da noch Shizu rein. Ne? Irgendwelche Forschung? Ja, hier, ne? Forschung. Zack. Medium. Stimmt, jetzt können wir zum Beispiel auch mit den Dings reden hier. Mit den Geistern. Mit diesen Irrlichtern da. Stealth-Modus. Also was ich auf jeden Fall machen werde, bevor der wirklich finale Kampf, sag ich mal, kommen wird, werden wir auf jeden Fall Minneapolis auch gut ausbauen und auch ordentlich leveln, weil ich weiß, dass der finale Kampf ziemlich nervtötend sein wird. Deswegen. So, schauen wir mal. Forschungs. Ach, das. Gar nicht gesehen. Materialmanagement. So. Effizient am Bau. Effizienz am Bau. Bräuchte ich einen mit Praxisnähe? Hm. Da habe ich doch hier meinen Schnauzer. Der hilft ja gerne mit bei der Praxis näher. So. Magischer Wächter.
erforschen. Ja, da haben wir genug vor. Zack, 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 zack. Magieleitfaden. Ebenfalls. Wie gesagt, wir forschen jetzt alles erstmal, bevor wir großartig weiter bauen. Ja, okay, das ist auch hier. Das können wir jetzt gerade schlecht erforschen, weil es ist ja hier in dem Sinne das gleiche Gebäude. Aber da, wenn ich dafür jetzt noch für die Geschichte noch jemanden finde, der macht auch, ja, schön. Komm. Einfach damit wir hier das geforscht kriegen. Okay, das war schon mal das mit den Forschungen. So. Dann schauen wir mal. Königskasse können wir aufwerten. Dann machen wir schnell mal die Königskasse hoch. Damit wir auch dahingehend wieder ein paar bisschen was haben, ne? So. Nächste wäre hier die Waffenwerkstatt. Die hat nichts zu dingsen, kann aber aufgestuft werden. So, und jetzt hätte sie was, aber dafür habe ich zu wenig. Ah, knapp zu wenig, ne? Jetzt müsste das reichen. Jetzt müsste es reichen, dass wir da jetzt forschen können. Ja, schön. Nahkampfwaffen. So. Zurück in die Stadt. Denn wir wollen nochmal runter zu Dalmatina. Also rüber zu ihr hier. Hallo da. Dalmatina. Hallöchen, entfluchen einmal die teuflische Korallen. Kollerachs, Entschuldigung. Ruinöse Kollerachs. Dann den verfluchten Bogen des Stolzes. Wird zu feuriger Bogen des Stolzes. Teuflische Feenrobe. Wird zu ehrwürdigen Feenrobe. Und mehr habe ich nicht. May fortune follow you always. So. Und ich habe gesehen, dass... Warte. Bei Waffen waren das, ne? Hier. Ach, das kann ich noch nicht mit dem Level... Stimmt, das kann ich noch gar nicht mit dem Level machen. Schade. Es gibt nämlich, wenn man mal guckt, warte mal, war das... Nee, das war der Bogen, ne? Genau, hier, feuriger Bogen des Stolzes. Da seht ihr die drei Fragezeichen. Also nicht die drei Fragezeichen, sondern Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist noch eine Fähigkeit, die man später über die Waffenschmiede beziehungsweise das Atelier freischalten kann. Deswegen müsste man da immer mal schauen. So, das passt. Weiter. Passt. So.
So, da passt es auch. Da passt es jetzt auch. Du kriegst jetzt die ehrwürdige Feenrobe. Dann passt das auch alles wieder. Warte mal, die ehrwürdige Feenrobe, was hat die? Windresistenz im Ja, okay, das geht. Das geht wirklich. Genau, hier. Wuchtige Kolla-Axt, die. Und den chaotischen Bogen. Und du kriegst hier jetzt die ruinöse Axt, nämlich. So. Okay. Wir kehren mal kurz hier ins Schloss zurück, weil ich gleich noch speichern will, bevor wir uns in der nächsten Folge dann aufmachen zu Katzbuckels Schloss. Und zwar beende ich jetzt hier erstmal den Part. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir dann nach Schloss Katzbuckel zurückkehren und an den Verhandlungstisch gehen. Also, dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Los Kisan.